steht vor der Tür wie so ein Kloppi. Was ist los, Mann? Warum gehst du nicht rein? Hier spricht Frank auf Radio Freies Villador. Euer Nachbar, eure Stadt. Heute und auf ewig. Bis zum nächsten Mal. Sprich mit mir, Frank. Schau, wir hatten einen schlechten Start. Und das würde ich gerne ausbügeln. Trink ein. Ja? Für mich. Ach, Frank, ich habe echt keine Zeit für sowas. Ich muss irgendwie meine... Hör einfach zu. Muss in diese GRE-Anlage rein. Verstehst du? Deshalb müssen wir diesen Pilger finden. Er bietet einen Riesenhaufen beschissener Kristalle für die Sache. Und eine Menge Aufputscher. So, hörst du mir jetzt zu? Waren das? Abtrünnige, ja. Aber wie hast du... Der Fernsehsender wurde früher vom Militär kontrolliert. Die haben von dort aus nicht nur gesendet. Dank dir können wir jetzt den Feind abhören. Anscheinend ist Waltz hinter derselben Datenbank her wie du. Aber das Observatorium ist bis oben hin voll mit Chemikalien. Ich habe keine Ahnung, wie diese GRE-Scheiße funktioniert. Aber Waltz anscheinend sehr wohl. Vielleicht kann man nicht nur vom Observatorium aus auf die Datenbank zugreifen. Ist dieses Gespräch alles, was du hast? Für den Moment ja. Aber wenn wir uns um die ranschleichen können und ihre Frequenz abgreifen, könnten wir noch mehr Informationen über Waltzes Pläne kriegen. Wie? Die Übertragung, die du gehört hast, wurde in der Nähe einer alten Militärantenne in der Wharf aufgefangen. Südlich von Marsh End Lane. Wenn wir die Antenne aktivieren, wird das Signal verstärkt. Und wir hören alles, was sie sagen. Jedes einzelne Wort. Dann weißt du ganz genau, was Waltz vorhat. Was macht er bei dir, Dante? Erzählen. Ach so, jetzt erzähl noch, alles klar. Okay, aber Waltz einfach zu suchen ging viel schneller. Erzähl mir mehr über die Antenne. Waltz einfach zu suchen würde schneller gehen. Du bist ungeduldig, ich verstehe das. Ich kenne das Gefühl, zu viel Zeit verschwendet zu haben. Aber du musst auf der Hut sein. Denk dran, du sagtest, Waltz hätte den Strom wieder eingeschaltet. Und dann seien die Abtrünnigen in den Zentralring vorgedrungen. Da läuft irgendwas. Wir sollten also so viele Informationen wie möglich sammeln, bevor wir ihn stellen. Du denkst, Waltz hat den Abtrünnigen befohlen, in den Zentralring einzudringen? Die haben immer mal wieder das Zentrum überfallen. Aber das Fischauge haben sie noch nie angegriffen. Der Körner hatte davor Respekt. Wegen der Night Runner. Aber diese Wilden, die wir jetzt gesehen haben? Verdammte Scheiße. Irgendwas hat sich geändert. Einer der Picards hat mir erzählt, dass Waltz hinter was her ist, das sie X-13 nennen. Sagt mir nichts. Erzähl mir mehr über diese Antennen. Das Militär hat sie auf den höchsten Gebäuden platziert, um die Stadt vollständig abzudecken. Man kommt da extrem schwer dran. Aber wir müssen ja nur die finden, die dem Lager der Abtrünnigen am nächsten steht. Wenn das Signal stärker ist, hören wir alles, was sie sagen. Zum Glück ist es die Antenne, die der Kantine am nächsten ist. Die findest du ganz leicht. Okay. Sonst noch was, bevor ich gehe? Eins noch. Schau dir das Poster an, Aiden. Die Nightrunner haben sich immer an diesen Leitspruch gehalten. Lebe danach.
Ich dachte immer, wir sind so zerrissen wie das Stück Papier da. Aber der Spruch hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Und wenn du die Reichweite vergrößerst, kann ich die letzten der alten Nightrunner kontaktieren. Einige müssen noch am Leben sein. Ich verstehe. Das bedeutet dir eine Menge, richtig? Nicht nur mir. Jedem hier. Aber irgendetwas fehlt. Weißt du, warum ich das Poster all die Jahre behalten habe? Wegen Lawan. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie vielleicht 8, 9 Jahre alt. Sie war halbtot. Sah aus, als hätte sie ein Jahr lang nichts gegessen. Und wollte ein paar Kids helfen, ein Kristall von einem Dieb zurückzuholen. Der Kerl hat sie mit einem Messer bedroht. Er war doppelt so groß wie die Kinder, stärker. Und sie hat sich auf ihn geworfen. Sie biss ihm so stark in die Hand, dass man seine Schreie noch bis nach Old Villador gehört hat. Danach hat sie den Kristall einem der Jungs gegeben. Dann ging sie einfach. Sie hatte nichts davon. Sie hätte das nicht riskieren müssen. Ich sah sie an und dachte, das ist alles, was wir noch haben. Wir Menschen können gegeneinander kämpfen. Jeder gegen jeden. Oder, ganz egal was passiert, wir können zusammenhalten. Dann habe ich diesen Leitspruch aufgeschrieben. Durch das kleine Mädchen wurden die Nightrunner zu dem, was sie jahrelang waren. Und wenn wir auf eine Wiedergeburt hoffen, dann geht das nur mit ihr. Warum geht's nicht ohne sie? Hast du was von LeWarn gehört? Siehst du, sie ist verdammt zäh. Vielleicht zu zäh. Ich habe sie ausgebildet, half ihre Wunden zu heilen. Nur die größte konnte ich nie heilen. Rache. Sie hat eine mächtige Mauer um sich selbst gebaut. Sie kann ihre Wut nicht loslassen. Und das könnte sie vernichten. Tja, ich weiß, das von einem Säufer, der im Glashaus sitzt. Ich kann darüber nicht urteilen, Frank. Danke. Lawan ist so verdammt besessen von ihrer Abschussliste. Sie muss das Ding endlich wegwerfen. Andernfalls bringt es sie um. Ich hoffe, sie bekämpft ihre Dämonen besser als ich. Hast du das gelesen, was da eben stand? Er sagte, hier, Säufer, der im Glashaus sitzt, und der, aber unten drunter stand irgendwie irgendwas von Langohrhase. Frank. Okay, welche Dämonen bekämpft LeWarn? Was sind ihre Dämonen? Es sind unzählige, aber ganz oben sitzt Satan selbst. Du meinst Tarkon. Du kennst ihn? Wir sind uns begegnet. Ah, alles begann mit der Mission am Fernsehsender. Harkon war von Anfang an dagegen. Er hat Killian auf seine Seite gezogen. Er sagte, es wäre Selbstmord. Die Wahrheit ist, der Scheißkerl hatte Schiss, schlicht und einfach. Bis dahin war er nicht nur ein Nightrunner für mich. Ich dachte, er könnte zum Anführer taugen. Aber er stand nicht hinter uns. Hat den Leitspruch zerrissen, bevor er getürmt ist. Und hat damit die Nightrunner selbst zerrissen. Scheiß Feigling. Er verdient es nicht mal, Lawans Stiefel zu lecken. Ach, hör mal, das geht mir langsam auf den Sack. Wir sollten uns konzentrieren. Ja, du hast angefangen mit Labern. Ich muss ja erstmal alles wissen über LeWarn, bevor ich dir helfen kann. Ich muss alles wissen. Frank. Da brauchst du mich gar nicht so angucken. Das sieht schon viel besser aus, finde ich. Nicht so besoffen. Ja, und die Checkfrequenz 72,5 FM.
musst du euch die ganze Zeit in den Dialog reinquatschen. Entschuldige bitte. Und dass Hakon Lucas getötet hat? Sowas braucht schon Eier. Ja, nur waren es nicht seine Eier, sondern die von Waltz. Hakon ist nur noch sein Schoßhündchen. Sitz, Platz, töte. Das stimmt. Kastrierte Hunde sind gehorsamer als nicht kastrierte. Ganz genau. Okay, schon unterwegs. Dann schnapp sie dir. Ich bin über Funk erreichbar. Du erinnerst mich an Lawan, bevor sie von ihrer verdammten Abschussliste so besessen war. Ich regle den Lauschangriff auf die Abtrünnigen. Ich finde heraus, was Waltz vorhat. Versprochen. Ziel aktualisiert. Gehen Sie zur Militärantenne. Bin ich selber schon wieder in die Knie oder warum ist das so scheiße asynchron gespielt? Aber es ist gut, dass du dann mein Klient auf deinen wartet. Wieder aufregende Nachrichten. Ja, nur der bei mir jetzt leckt. Okay. Was ist das denn? Also nicht lecken, sondern lecken, sondern schon fast ruckeln. Du läufst aber mir ganz abgehackt. Hier läuft es wieder besser. Geht's wieder, ja. Hä? Okay. Okay. Zu viel Gedöns da drinne. Soll ich dich quälen oder irgendwas? Killian? Ein ehemaliger Nightrunner? Hä, ich glaube, das sind die Audiospuren oder sowas. Ja, jetzt, dieses Abgehackte gibt's nicht mehr. Also, es war ja mal abgehackt hier. Wenn du, manchmal waren die Enden von Sätzen weg. Das habe ich jetzt nicht mehr gehabt. Beim letzten Patch. Boah, das war echt krass. Willst du kurz reloggen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das was bringt. Weiß ich auch nicht. Was sagt denn mein Ausschlag bei dir? Welcher? Wenn du auf Escape gehst. So, warte. Drei Balken. Oh, lustig. Also, Internet ist nicht das Problem. Ah, ich glaube, ich starte mal komplett neu. Vielleicht hat der PC auch sowieso was. Ja. Bin da mal eben AFK, du wolltest ja immer zum Händler und so. Genau, das mache ich. Gute Idee. Außerdem können wir nach 3 Stunden mal ein kurzes Päuschen einlegen. Das stimmt. Aber Päuschen mache ich. Spiele ein bisschen hier so lange für euch hier auf dem Klavier. Oh Gott. Und zwar die Symphonie, die 9. Symphonie in A-Moll. Achso, ich dachte dazu, jetzt ist. So, jetzt ist. So, lieber Rechner, dann darfst du jetzt mal neu starten. Bis gleich. Ja, bis gleich. Dante startet kurz neu. Wir gehen kurz zum Händler. Ganz am Anfang habe ich leider verpasst. Da gab es so ein... Komm, weiter. Wir müssen die Reichweite vergrößern. Da gab es so ein Event. Da konntest du an seinem Radio, musstest du die Funkantenne, musstest du jemanden anrufen. Und zwar den Dings, der dann den GID-Schlüssel gegeben hat. Und da hätte ich am liebsten alle Frequenzen mir angehört. Angeblich hat Matt viel größere Pläne für diese Übertragung. Leider habe ich das verpasst damals. Habe ich im Nachhinein rausgefunden, dass man da mehrere Sachen sich anhören kann, lustige Begebenheiten. Wessen gibt es ja im Fischauge nicht, oder? Nee. Im Händler gehen wir da mal kurz. Das Gebiet ist ja ziemlich sauber. Jetzt nicht auf der Karte den Händler, komisch. Die Tür auf. Hallo? Ist hier jemand? Oh, was ist das? Ein Band. Franks Tagebuch. Die dritte. Bitte. Hä? Ach so, das war eine Quest. Stimmt. Die haben wir angenommen, die Quest. Beim letzten Mal. Vielleicht machen wir die jetzt als nächstes. Wenn Dante da ist, machen wir die mal schnell. Weil die haben wir im letzten Stream Session haben wir die angenommen. Aus Versehen. Wir mussten hier in dem Fischauge mussten wir mit verschiedenen Personen sprechen. Und da waren aber nicht nur die Quest-Personen, mit denen wir sprechen mussten, sondern auch neue Questen. Und da habe ich aus Versehen die Questen angenommen.
Generell versuche ich ja immer, die Questen so anzunehmen, dass die, ja, dass wir anfangen können und am Ende dann von der Quest am Ende sind, dass wir das nicht unterbrochen haben. Wir müssen die Reichweite vergrößern. Ja, die Reichweite. Machen wir auf jeden Fall. Versprochen. Aber auch suche ich den Händler. Ich kann mal einfach mal den Händler markieren. So. Guten Morgen, Aiden. Moin. Wir haben eine gute Reputation jetzt hier. Oh, jetzt so eine alte Frau auf dem Schoß. Ja, warum nicht? Wo Liebe hinfällt, ne? Aiden, du bist jetzt eine Weile hier und praktisch einer von uns. Ja, praktisch. Nicht nur praktisch, aber richtig. Ja, 58 Meter da hoch. Also das ist echt ganz kurios. Mit dem Händler irgendwie nicht. 30 Meter da hoch. Seitdem ich angefangen habe, morgens als erstes den freien Menschenfunk zu hören, scheinen die Tage etwas heller geworden zu sein. Noch ein Server, wie es aussieht. Da ist der Upgrader. Komm hier rüber und sieh dich um. Ah, wir haben es gefunden. Ach, die alte Frau hier, die sie immer uns so anbändeln will hier. Okay, zum Glück diesmal nicht. So Level 6 Sachen kriegt man jetzt auch schon. Ist das jetzt nicht so relevant? Ich hätte gerne Klamotten, lasse ich auch erstmal weg. Stufe 7 Klamotten haben wir auch schon hier, sehr geil. Aber wir haben ja erstmal, ach, die ist natürlich besser, die Armschiene. Wir haben natürlich die, oh, wie teuer die ist, 16.000, Alter. Wir haben natürlich noch die Quest, die DLC-Klamotte an. Die würde ich auch noch ein bisschen anbehalten jetzt erstmal. Derweile. Verkaufen wir erstmal unseren Schrott. Und dann. Aufbold, weg damit. Das ist die, die haben wir an. Das ist die von der Quest. Von dem DLC. Die ist vom DLC. Paintball-Maske. Aber halt mal nur eine. Und zwar die hier. Einhandwaffenschaden wäre eigentlich gut. Einhandwaffenschaden. 11, 7. Die kann weg. Und die kann weg. Die behalten wir jetzt. Legendäre Sachen sind natürlich geil. Ich glaube, ich habe gerade meine Klamotte, meine Jacke verkauft. Nein. Von der Quest, die Jacke. Ey, scheiße. Da kann ich bestimmt zurückkaufen. Ne, habe ich nicht verkauft. Ne, aber wahrscheinlich kann man die nicht verkaufen. Wahrscheinlich kann man die nicht verkaufen. Wäre gut. So, Schuhe haben wir unendlich viele, hätte ich einfach ein paar Schuhe von mir geben können. Von der Warn. Braucht die alle nicht im Endeffekt. So. Ausrüstung. Armschienen. Die eine behalte ich mal, die eine Armschiene. Die besser ist als unsere. Aber wir behalten uns die erstmal an. So, Waffen, wie sieht's da aus? Verkaufen, Holzbrett weg. Das kann alles weg. Ja, Quatsch. Der Rost kann weg. Die Büroklammer kann weg. Hier, Hightech. Einhändige Artefakt-Axt. Kaufe ich auch mal. Sieht gut aus auf jeden Fall, aber nützt mir im Endeffekt auch noch nichts wegen Schaden. Die Waffen sind okay, die behalten wir erstmal so wie sie sind. Die ist hier mit Medikits, da habe ich 9 Stück von diesen ganz Billion. Die sind echt Schrott. Die werde ich mal alle verkaufen. Wir haben ja immer noch hier die 14 von den selbsthergestellten. Ich kann ja mal kurz gucken. Jo, kein Problem.
So, ich wollte nochmal probieren, den Dings zu upgraden. So, jetzt hier Upgrades bitte. Und zwar den Haken, Enderhaken. Kostet 2 Militärtechnologie. UV-Löschenlampe. Und wir haben 5, also können wir das eine Upgrade machen. Eine mittlere Maustaste in dem Fall. Und dann das letzte auch noch Enderhaken. Okay, schwingen. Fähigkeit, Feinde näher an sich ranzuziehen. Ach, mit dem nächsten Upgrade kann ich Feinde näher an mich ranziehen. Weiß ich nicht, aber ich tu es mal upgraden. Wir kriegen ja noch welche dazu. UV-Löschenlampen tun wir dann upgraden. Das ist nicht das Problem. Was ich noch gerne machen würde, wäre die Medikits, weil das ist gerade meine Sache. Waffenmodifikation habe ich ein paar Mal jetzt nicht mehr benutzt, weil diese Artefaktwaffen haben irgendwie keinen Slot mehr bei mir, ich weiß nicht. So, da haben wir 110 infizierte Dings, haben wir jetzt schon. Upgrade. Upgrade. Und da brauche ich jetzt 100 ungewöhnliche Trophäen. Aufputschmittel, Immunität. Brauche ich im Moment erstmal nicht. Würde ich dann machen, wenn ich es brauche, sonst nicht. Das brauche ich alles im Endeffekt jetzt noch nicht. Oder nicht mehr. Wir müssen ein bisschen sparen. Wir brauchen 100 von dem Dingszeug. Von den Trophäen. Und jetzt möchte ich gerne mal ganz kurz sehen, was ich da herstellen kann an den Medikits. Hier sind die. Die heilen 200. Und wir haben jetzt 400. Dann brauchst du 2 für 1. Das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Anwendungszeit 2 Sekunden. Hergestellte Menge 1 kostet. Honig. Vanille. 31 Stück kann ich davon herstellen. Ich mache erstmal 10 davon. So, machen wir es mal so, 14 oder sowas in dem Dreh. Hier, die sind echt gut. Noch eine Upgrade-Stufe und dann haben wir die volle Bandbreite von der Arznei. Das ist schon mal nicht schlecht. Enderhaken haben wir geupgradet. Wurfdinger, weiß ich nicht. Ich würde mein Zeug erstmal jetzt noch sparen, das eine Upgrade für die Medikits noch kriege. Und dann würde ich weiter gucken, was man noch so upgraden an Mods. Hier gibt es ja jetzt tausende von Mods, die ich jetzt noch upgraden kann. Splitpfeile und so ein Kram. Aber ich bin eigentlich mit den normalen Pfeilen im Moment dazu gut zurechtgekommen. Vielleicht die Schockpfeile, vielleicht ist das interessant, weil es die Gegner stunt. Aber das ist halt im Koop immer mal ein bisschen blöd, wenn man dann vielleicht seinen Partner verletzt. Das ist auch immer ein bisschen scheiße, so gesehen. Deswegen mache ich es ungern. Infizierten Pfeile, die sind richtig teuer, die kosten Trophäen. 3 Trophäen kosten die. Richtig teuer. Gut. Mehr zum Händler. Waren als Frank Schnapsflaschen bist. Mehr Waren. So, waffenmäßig hat die ja nichts gehabt. Was ich konnte, ja, keine Waren, leider. Ich werde gucken, ob die vielleicht Klingen hat. Klingen und Federn würde ich auch mal kaufen. Weil die man immer braucht eigentlich. Be great, yeah, yeah, yeah. I just wanna be great.
appreciate all that is vacant.